Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Burger testen. Ich kämpfe gegen die Zeit an, weil ein Sturm aufbricht. Ein Zuschauer hat mir so geschrieben: Yo, Hong, check diesen Laden ab. Neuer Burgerladen. Kein Name, kein Instagram haben die. Auf Google Maps nicht zu finden. Nur eine Adresse habe ich. So heißen die Leute. Brandneu seit ein paar Tagen. Soft Opening. Das gibt's. Gefunden, Leute. Burger and Bowls heißen die, glaube ich, BB. Kuss geht raus an Bagisch. Das waren auch seine Initialen. Super Zero, Leute. Ich gebe mir gerade einen Twitter-Space. Infos zu den Minen. Irgend so ein Projekt für die Minen. Ich habe einen neuen Kanal. Also der alte Kanal ist der neue Kanal. Check den gerne ab. Da geht es um die Minen. Ich habe es nicht geschafft, Leute. Es hat angefangen zu regnen. Boom. Das ist der Burger Cheeseburger. Ihr wisst, Fried Chicken Burger, ihr wisst, und Pommes sollen gut sein, mit hausgemachter Soße. Bin gespannt. Die Jungs sind chillig drauf. Soße gut. Soße gut. Also gut, wirklich gut, aber ist jetzt nicht so, wo ich schwärmen würde. Also die sind einfach gut. Kann man auf jeden Fall machen. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ey, die musst du unbedingt gehabt haben. Single Patty. Bun sieht geil aus. Super weich. Oben glänzt. Cheese geil geschmolzen. Nicht viel Schnickschnack, ein paar Zwiebeln. Keine Gurke. Irgendwas Rotes. Oh yes. So, okay. Ja. Ja, ein bisschen reicht. Ich kann sagen, der Laden kann was. Ja. Ist das ein Aroma? Echt geil. Rot geil. Richtigkeit zum Katschen Käse, perfekt geschmolzen. Zwiebeln geben eine leichte Süße. Taugt mir mehr als die sauren Gurken, die es sonst immer gibt, weil die sind oft zu penetrant. Es ist echt schwer, die perfekten sauren Gurken für den Burger hinzubekommen. Es war gut, dass ich noch einen Chickenburger habe, weil der ist direkt weg. Ja, sehr gut. Haben Sie schon probiert hier? Ja, ja. Ich esse immer Tage. Ich habe schon zwei gegessen. Ich esse halt keine Burger. Normal, also ganz wenig. Ja. Aber die sind wirklich toll. Die sind sehr gut, doch. Wie schmeckt's? Wie schmeckt's? Ja. Passt doch alles? Oh ja, passt, danke. Mit Begleitung. Die Begleitung ist immer da. Mhm. Next. So, selbes Brot, das hat mir getaugt. Wieder Zwiebeln. Oh, eine gewisse Chili-Soße. Okay. Okay, okay, okay. Chili-Soße erinnert mich halt natürlich immer an Asian. Aber
Chicken Burger bei McDonald's hat auch diese Chili-Soße. Ist crispy. Den würde ich auch nochmal essen. Das ist ein sehr solider Laden. Ich glaube, der wird sehr laufen. Vor allem hier in der Gegend, tote Hose. Der wird 100x machen, wie irgend so ein Meme-Coins. Wobei, das ist ein schlechter Vergleich, weil Meme-Coins können nichts. Und der kann was. Das Gute ist, wir sind die Ersten. Wir sind die Alpha-Caller. So nennt man das im Krypto-Game. Danach kommt Dex-Listings, Sex-Listing und so. Und dann kommt die breite Masse, die anderen Influencer, Foodblogger, die drauf aufspringen. Aber wir waren die Ersten, merkt euch das, Leute. Finish, Leute, geschafft. Coole Jungs. Laden wird abgehen. Kann ich garantieren. An Hans Kebab vorbeigegangen. Ich schwöre, der Dönermann, der arbeitet da immer. Und da bei diesem Poseidon, da ist gerade die Yes Sir Frau. Irgendwann, wenn wir groß sind, machen wir vielleicht Kollabo. Aber jetzt bin ich einfach nur ein Random. Und da ist Van Kulo, der Sandwichladen von den Kollegen von Chong. Wo ich mit Tati war, wollten wir demnächst auch nochmal wieder vorbeischauen, weil mittlerweile läuft es gut bei denen. Das freut uns sehr. Das war schon ordentlich. Aber auch ordentlicher Preis. Also ich habe gezahlt mit Trinkgeld 30, obwohl Pommes aufs Haus ging. Jetzt auch bei der Soft-Opening-Woche. Und Cappuccino, Espresso ging auch aufs Haus. Also nur für zwei Burger. Und ein Getränk habe ich gezahlt, 26 irgendwas, 27 irgendwas. Dann habe ich aufgerundet auf 30. Also ein Burger hat schon mehr als einen Zehner gekostet. Sagen wir 11 oder so. 22, Getränk 5er. Boah, Getränk 5er ist aber auch schon viel. Digga, wie viel hat der gekostet, Mann? Yo. Bonusmaterial, damit ich auf die 8 Minuten komme. Ruff's Burger. War ich schon. Steht auch auf meiner Smash-Rangliste, aber ja, das Brot hat vollkommen versagt. Hatte Potenzial, aber die haben so ein Riesenbrot. Und jetzt auf Instagram habe ich gesehen, die haben ein neues Brot. Können wir gerne abchecken und ein Monats-Special. Diesen Monat mit Takis. So, da haben wir ihn. Mit flacherem Brot. Sehr gut. So muss sein. Und der Taki-Special. Wird vielleicht ein Ding jeden Monat bei Ruff's Burger vorbeischauen. So geht doch, Mann. Normales Brot. Nicht dieser fette Oschi. Die sind double. Oh ja, hier gibt es diesen krassen Senf. Wir waren ja letztens bei Burgerstuben. Double kostet da 13,90 oder 12,90. Der hat 8,90 oder so gekostet. Cheap. Wenn man den mit dem anderen vergleicht. Brot auch raus, Mann. Weil ich hab ja gesagt, Senf hat Potenzial, Fleisch hatte Potenzial, aber es ist vollkommen untergegangen im Brot. Jetzt geht klar. Und zu dem Preis, Digga, das spielt ganz oben mit.
Ethereum geht ab, fast bei 4k wieder. Wer kann was, Mann? Kusse. Das ist gefährlich, vor allem für den Preis. Das ist mein erster Taki in meinem Leben. Ihr wisst, Insi-Modus, ich kann mir diese teuren Takis nicht leisten. Der Fuck? Die Takis können ja mal gar nichts. Er feiert das. Ah, okay. Wegen der Schärfe. Tage sind ja widerlich, Mann. Mein Gott, und das ist voller Takis, Mann. Oh mein Gott. Dieser geile Senf kontaminiert mit diesen ekligen Takis. Also es schmeckt gut, aber nur weil der Burger gut schmeckt. Die Takis machen es nicht besser. Zum Glück machen sie es nicht schlechter. Ist ein netter Gimmick. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Angeboten des Monats. Klappt dein Herr, immer wieder, jeden Monat was Neues probieren. Vielleicht kommt mal eine geile neue Kombination. FOMO, Fear of Missing Out, dass man einen Burger einen Monat mal verpasst. Dafür ist okay. Aber normal ist viel besser und viel billiger. Die geben auch keine extra geile Konsistenz oder so. Im Gegenteil sogar. Ist ein bisschen schwer zu kauen. Für die Farbe, für Instagram, aber geschmacklich. Na. Ja, richtig blau nochmal. Yo, Randy G hat gerade eben heute auch ein Video hochgeladen, wo er bei diesem Burgerladen war. Und ja, der ist gut. Ich habe sein Video noch nicht geschaut, aber ich inspiriere mich an dem Namen, an dem Videotitel von ihm. Er meinte, keiner kennt diesen Burgerladen außer er. Außer er und ich. Also bitte, King of Munich, Baby. Ansonsten Rust Burger, nicht schlecht. Also endlich das Brot geändert. Ich habe ja gesagt, hey, die haben Potenzial, Fleisch war gut, geil, geiler Senf, geile Senfnote. Aber das Brot war Katastrophe und jetzt haben die ein normales Brot, das passt zum Burger. Und ja, Burger des Monats, okay, Takis. Zumindest die blauen Takis haben mir persönlich nicht geschmeckt, aber mal schauen, was die nächsten Monate bringen. Ich schaue auf jeden Fall wieder vorbei. Und ja, Burger Ranking gibt es an sich noch nicht wirklich. Ich war nur bei 44 Burger und Burger und Bowls. Die teilen sich momentan den ersten Platz und Smash Burger Ranking, dem nächsten Update. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal, der Mines. Hier ist Business und ciao.